Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute habe ich wieder richtig Lust zum Fotografieren. Und zwar, ich bin hier ganz nah von meinem Wohnort hier entfernt und wollte eigentlich in den Wald fahren, weil die letzten Videos, die waren ja ein bisschen stadtmäßig, architekturmäßig unterwegs. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir ein bisschen Naturfotografie. So, was ich heute gemacht habe, und zwar, ich drehe das mal rum. Also wir haben hier eine schöne dramatische Situation vom Himmel her und ich habe jetzt einfach eine Belichtungsreihe gemacht, also ein Bracketing gemacht, und zwar, ich versuche das mal euch zu zeigen in der Kamera. Ich drehe das einfach jetzt mal rum, das Video, damit ihr das mal seht. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen. Also ich habe einmal belichtet auf den Vordergrund und einmal belichtet auf den Himmel, ja, mit zwei verschiedenen Belichtungsreihen. Der Grund, warum habe ich das gemacht, ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt einmal auf dem Himmel jetzt belichtet hätte, dann wäre mir der Vordergrund natürlich viel zu dunkel gewesen. Und hätte ich auf dem Vordergrund jetzt belichtet, wäre mir der Himmel ausgefressen. So, was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Wie kann man das eigentlich am besten machen? Entweder man nimmt ein Filtersystem, ja, man steckt einen Filter drauf, wenn der Horizont, wie ihr den hinten seht, einigermaßen gerade ist. Ansonsten säuft natürlich der Horizont ab. Habt ihr kein Filtersystem, ist es nicht schlimm, macht einfach zwei Belichtungsreihen, ja, und setzt die Bilder dann einfach übereinander. Heißt also, wir machen aus zwei Bildern ein Bild und nehmen also den belichteten Himmel und nehmen den belichteten Vordergrund und setzen das Bild dann wieder zusammen. Ja. Es ist kein HDR in dem Sinne, weil ein HDR brauche ich drei Belichtungsreihen, also einmal normal belichtet, einmal überbelichtet, einmal unterbelichtet. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach ganz normal belichtet auf dem Vordergrund und habe belichtet auf den Himmel, den habe ich ein bisschen unterbelichtet und habe die Blende ziemlich stark geschlossen, weil die Sonne kam wunderschön raus, so dass ich einen schönen Blendensterne habe. Ja? So, das setze ich zusammen in Lumina. Ja, ich arbeite mit Lumina 4 und Lumina 4 habe ich Ebenen, ja, und ich kann zwei Ebenen zusammenfügen und so kann ich dann mein Bild fertig gestalten. Ja, wer daran Interesse hat, wie ich das mache, einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Vielleicht mache ich mir ein Software-Video, wie ich meine Bilder bearbeite. Ist vielleicht auch ganz interessant. So, ja, also die Stimmung, die ist... ich finde die wieder richtig speziell. Also ich werde jetzt noch ein Bild machen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Thank you.
Ich habe hier so eine, eigentlich so eine richtig schöne, Lichtung kann ich jetzt nicht sagen, aber man hat so einen Blick in den Wald hinein. Und ich mache mal das Video in der Kamera an, damit ihr das mal ein bisschen besser sehen könnt. Ja, also ich habe jetzt in der linken oberen Ecke, also naja, das geht jetzt mit dem Finger wahrscheinlich nicht, also in der linken oberen Ecke habe ich jetzt noch so einen Blattstrauch, ja, den lasse ich ins Bild zentrisch in die Mitte reinlaufen. Und so, dass ich also den Hintergrund relativ unscharf habe. So, ich habe jetzt mein Samyang 135mm F2 genommen, ja, und bin jetzt auf eine Blende 7.1 gegangen. Und so werde ich auf jeden Fall ein Bild machen, so dass das Blatt, der Ast von diesen Blättern zentrisch in die Mitte reingeht. Und dann werde ich ein zweites Bild machen, und zwar wo ich jetzt die Schärfe eigentlich auf den Baum hinten drauf setze, so wie ihr das jetzt hier seht. So dass also das Blatt in dem Vordergrund unscharf ist. Ja, und so werde ich jetzt zwei Bilder machen. Mal sehen, wie das aussieht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So. Das ist nicht mein Auto. Also hier sind mehrere Spaziergänger unterwegs, ne? Und hier ist ja eine schöne Gegend. Also von daher, ich mache jetzt erstmal meine Fotos und dann hören wir nochmal. Ich bin jetzt kein Botaniker, aber das da unten, was ihr da seht, ja, wo ist die Kamera, da ist die Kamera, das da unten, was, ich blende es euch ein, was da unten, die Blumen, die ihr jetzt hier seht, die finde ich schon sehr, sehr spannend, also gibt auch ein schönes Fotomotiv. So, was ich jetzt gemacht habe, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, das abzulichten. Variante 1 ist, ihr nehmt ein Tele. Ich mache mal die Videokamera parallel mal an, damit ihr mal seht, was ich hier für einen Ausschnitt habe. Also so sieht das jetzt aus. Ja, also Variante 1 ist, ihr nehmt ein Tele, um diesen Effekt zu bekommen. Ja, so 300 mm, 200 mm und dann die Blende voll aufgemacht. Ja. 3,5, 4,5, je nachdem, was euer Tele schafft, oder 2,8. Zweite Variante wäre eben halt, um sowas abzulichten, wäre jetzt ein Makroobjektiv zu nehmen. Kommt auch sehr gut. Ja. Da müsste man jetzt mal gucken. Moment, ich will ein Foto machen. Da sitzt ein Insekt drauf. Und so, zweite Variante wäre also, Makroobjektiv zu nehmen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich arbeite mit Makro immer mit einer eher geschlossenen Blende. Also ich mache die Blende also weniger auf, um so ein Fotomotiv hinzubekommen. Also das so abbilden zu können. Da kann man auch ein Stacking machen, weil Makro hat ja eine wahnsinnige Schärfentiefe. Ja? Ich habe jetzt mein Samyang genommen, das F2.0. Bin auf 2.0 gegangen und bin mit der Belichtung wirklich überbelichtet. Ja, ich zeige euch das jetzt mal anhand der Kamera. So, ihr seht also, dass ich hier wirklich überbelichtet bin. Ja. Ich kann natürlich die Belichtung jetzt noch ein bisschen höher setzen, um dann diesen Effekt also hinzubekommen. Ja, um also diesen Effekt da hinzubekommen. So. Jetzt haben wir natürlich den Moment verpasst, da war wieder ein Insekt.
Aber wir machen mal ein Bild. Also ihr seht, ich bin im N-Modus und bin auf 250 und habe ISO 100 eingestellt und werde das Bild überbelichten. Und dann bekommt ihr genau diesen Effekt. Na, sieht doch gut aus. Ja, also das Samyang ist ein rein manuelles Objektiv, hat also keinen Autofokus und hat keinen Bildstabilisator. Also wenn ihr euch so ein Objektiv zulegt, dann müsst ihr darauf achten, Objektive, die keinen Bildstabilisator haben, also entweder nur mit Stativ, dann relativ bodennah, ja, so wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Ja, also ich bin richtig runter und habe also die Perspektive also so, dass ich auf, quasi gesagt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Augenhöhe bin. Ja. So, was mir wunderbar gefällt, es hat letzte Nacht ein bisschen geregnet, wir haben noch ein bisschen Regentropfen da drauf und das macht eben halt das Motiv für mich interessant und die Farben natürlich auch. Ne? Ich weiß nicht, was es für eine Pflanze ist, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, würde mich auch sehr interessieren. So, ich mache jetzt noch ein paar Bildchen und dann hören wir nochmal. So, ein Motiv habe ich noch, und zwar, ich bin gar nicht weit weggegangen von den Blümchen, ja? Also die waren ja hier drüben, da waren die Blümchen und einen halben Meter weiter weg haben wir so einen Stein und der ist mit einer offenen Blende auf 135 mm auch ein ganz cooles Motiv. Ich habe jetzt einmal Folgendes gemacht, und zwar, ich bin einmal mit der Kamera weiter weggegangen und habe also auch so rein fotografiert mit einer offenen Blende und bin einmal relativ nah jetzt rangegangen und ich würde sagen, das gucken wir uns einmal ganz kurz durch die Kamera an, damit ihr mal seht, wie der Ausschnitt, wie der Bildausschnitt überhaupt ist. Das ist jetzt also der Bildausschnitt, den ich jetzt gewählt habe, und das ist jetzt eine offene Blende von F2 und ihr könnt jetzt sehen, dass ich den Stein ein bisschen in die Mitte positioniert habe, also wie so eine Art kleinen Mini-Berg, ja, so kann man das auch sehen. So, ich finde, er hat eine schöne Struktur, ja, wir haben ein bisschen Moos dran, ein bisschen ja, Moos, schätze ich mal, wird das sein, und hier bin ich auch. Ich habe mehrere Aufnahmen jetzt gemacht, also eine normale Belichtung, dann etwas überbelichtet und etwas unterbelichtet. Und dann gucken wir uns dann an, was am besten davon aussieht. So, meine Lieben, ihr habt also gesehen, es gibt auch unscheinbare Motive, die man ablichten kann. Und mich hat das heute wieder sehr, sehr gefreut. Das war für mich auch sehr, sehr spannend wieder. Ja, ich bin ja schon öfters mal diesen Waldweg hier lang gelaufen und habe das ein oder andere fotografisch natürlich mitnehmen können. So, also auch hier die Pflanze, schreibt in die Kommentare unten rein, was das für eine ist. Ich bin kein Botaniker, mich hat die Farbe inspiriert und da das letzte Nacht geregnet hat, hatten oder bis heute früh, dann hatten wir noch so ein Wassertropfen da drauf. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und deswegen habe ich natürlich das da am Bild mitgenommen. So. Und auch dieser Stein, ja, auch das kann, das ist so ein Wegbegrenzer, schätze ich mal, denke ich mal, dass es so ist. Das kann ein Motiv sein, ja, wenn man den richtigen Ausschnitt wählt und in eine offene Blende reingeht. Ja, probiert das einfach aus. Probiert auch mal die Belichtungsunterschiede aus. Ja, auch mal keine Angst davor zu haben, ein bisschen über zu belichten, um einen gewissen Effekt zu erzielen und einen Effekt zu bekommen.
Ich habe vor kurzem noch Bracketing reingemacht, also Belichtungsreihen gemacht. Die Bilder, die blende ich euch natürlich jetzt auch noch ein. Gar keine Frage. Ja, also auch das ist eine Art, wenn ich eine Überbelichtung in den Wolken habe und will das aber vernünftig belichtet haben, also sprich Himmel und Vordergrund, dann machen Belichtungsreihen natürlich Sinn, weil nicht immer kann ich auch ein Filtersystem einsetzen. Ne? Also hier zum Beispiel stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, gerade wenn ich solche Bäume habe, wo ich keinen glatten, also kein Horizont habe, der jetzt glatt ist, wie bei Gewässer zum Beispiel. Also da macht ein Filtersystem, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, weil dann eben halt bei solchen Aufnahmen natürlich die Wälder, die Bäume natürlich absaufen. So, ich mache das in Form von Belichtungsreihen. Ich nutze keinen Filter, außer einen ND-Filter und Poolfilter, aber ansonsten eigentlich keinen Verlaufsfilter und liegt zwei Bilder übereinander, heißt also, ich belichte normal und einmal ich belichte auf dem Vordergrund und einmal auf den Himmel, ja, lege die Bilder dann übereinander und mache daraus ein Bild. Geht auch sehr, sehr gut. So, mich hat das heute wieder wahnsinnig gefreut. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Ich verabschiede mich jetzt. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Sonntag genießen, ne, noch ein spätes Frühstück noch machen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ciao.